Leistung mitgebracht. Steve Smoker jetzt noch mit den letzten Worten. Das war erfreulicherweise kurz und bündig. Ja, Steve Smoker, auf ihn wird hier heute einiges an Arbeit zukommen, denn Ruiz wirft Evander Holyfield unsauberes Boxen vor. Kopfstöße, Ellbogenschläge im Nahkampf und so weiter und so fort. Und er hofft, dass das unterbunden wird. Tiefschläge gab es auch, wie wir erfahren haben, aus dem letzten Kampf. Aber auch John Ruiz kann sich im Ring wehren. Und dann geht's los. Runde 1. Ruiz versucht hier direkt von Anfang an Evander Holyfield zu beschäftigen. Ja, das hat jetzt nichts mehr mit dem filigranen Boxen von eben zu tun im Bantamgewicht, sondern hier sind richtig massige Jungs unterwegs. John Ruiz mit dem drittschwersten Gewicht seiner Karriere, 2,5 Kilogramm schwerer als beim letzten Kampf, als er Weltmeister wurde. Und Evander Holyfield knapp unter 100 Kilo. Das war ein ideales Kampfgewicht. War auch schon leichter, aber er ist wieder top austrainiert. Der Mann aus Atlanta. Aber bisschen Kampf hier und wieder sind sie hier ganz, ganz eng mit den Köpfen beieinander. Und da kann es natürlich wieder leicht passieren, dass hier eine Augenbraue aufgeht. Schöne Rechte zum Kopf von Holyfield. Der Antwort mit einer Kombination. Beide wollen ja K.O. gewinnen und da geht John Ruiz zu Boden, aber Steve Smoker sagt, nein, 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 keine Schlagwirkung. Da ist er ausgerutscht. Holyfield will ja hier unbedingt durch K.O. gewinnen. Sein letzter vorzeitiger Sieg, da liegt 4 Jahre zurück gegen Michael Moura. Ansonsten hat er sich doch oft lange über die Runden gequält. Aber als er gehört hat, dass der Ruiz-Clan hier die Fans eingeladen hat zur Abschiedsparty für ihn, da ist er dann auch böse geworden und hat gesagt, so, die 12 Runden, die gehe ich nicht nochmal mit dir, da habe ich keine Lust drauf. Das Ding beende ich eher. Ja, und gleich eine erste Runde hier, die es in sich hat. Da wird nicht lange gefackelt und geplänkelt und geschaut, was der andere macht. Und die kennen sich nun auch schon allzu gut. Genau, das war jetzt hier der Ellbogen von Evander Holyfield, über den sich John Ruiz zu Recht, denke ich, aufregt. Freunde werden die in ihrem Leben auch nicht mehr. Und John Ruiz hat gesagt, wenn ich den Kampf hier hinter mir habe, dann möchte ich den Evander Holyfield nie mehr sehen. Erste Runde ist vorbei mit einigen Nicklichkeiten und ich denke, schönes Boxen wird es hier nicht geben. Norman Stone, Gabe LaMarca, Brian Stone und Bobby Covino betreuen und John Ruiz. Und seine Taktik, die er eigentlich vorhatte, die ist zumindest in dieser ersten Runde nicht ganz aufgegangen. Er wollte sich Evander Holyfield mit seinen Jabs vom Leib halten. Aber Holyfield ist es immer wieder gelungen, an Ruiz heranzukommen. Na, soll sich ein bisschen besser bewegen. Schauen, ob das mit den Jabs besser klappt. In Runde 2 bei John Ruiz.
Ja, gleich wieder offener Schlagabtausch. Das ist ja genau das, was Kritiker Evander Holyfield vorwerfen. Diese Art von Boxen hat er schon zu häufig gemacht. Und noch ein paar Kämpfe mit dieser Intensität, die er so gegen Lewis, Bow und auch Ruiz absolviert hat. Und das könnte gesundheitliche Schäden nach sich ziehen. Aber Evander Holyfield hat gesagt, darüber kann ich eigentlich nur lachen. Ich bin fit. Und bislang sieht er hier auch gut aus. Durchgestylt. Hose und Handschuhe in einer Farbe. Er hat Geschmack, der Junge. Auch eine eigene Modellinie auf dem Markt. Ja, Ruiz schön jetzt mit einem Aufwärtshaken zum Kopf von Evander Holyfield. Ruiz gehörte zu den ganz wenigen, die es geschafft haben, Holyfield auf die Bretter zu legen. Im letzten Kampf in Runde 11. Zuvor war es Riddick Bowe. Gleich mehrmals. Aber Riddick Bowe hat die Kämpfe gegen Evander Holyfield zwar zweimal siegreich bestritten, aber er hat die Gesundheit nicht gut überstanden. John Ruiz jetzt hier Anfeierungsrufe. Linke zum Kopf von Ruiz. Ja, ist alles ein bisschen ruhiger geworden jetzt hier, zu Ende der zweiten Runde hin. Kaum Aktion, viel Geklammere, wird ein Schlag abgefeuert und sofort. Aufwärtshaken jetzt zum Kopf von Holyfield. Oh, den hat er gespürt. Jetzt kommt der Gong und jetzt hat Steve Stoker hier alle Hände voll zu tun. Und Holyfield zeigt, der hat mir auch tief getroffen, aber Steve Stoker scheint es jetzt erstmal wenig zu interessieren. Kann sein, dass dieser Schlag jetzt Evander Holyfield wachgerüttelt hat. Don Turner, Kenny Walton, Jim Strickland. Und ich denke, das war eine Runde für John Ruiz. Vor allen Dingen, weil er auch zum Schluss aufgedreht hat. Und das hat er auch im Training, hat er das immer wieder trainiert. Man geht ja da immer so 3 Minuten Intervalle. Und die letzten 30 Sekunden, da hat ihn der Trainer Gebler Marker nochmal richtig angetrieben. Hat gesagt, da musst du aufdrehen. Da kannst du nochmals die Punktrichter beeinflussen. Und das hat er hier prächtig gemacht in dieser zweiten Runde. Gute Arbeit jetzt über die Führungshand von Evander Holyfield. Smoker versucht hier beide etwas zu beruhigen, soll nicht auf den Hinterkopf schlagen. Ja, da
kam er gut durch, wieder in der Holyfield. Zwar nicht ganz getroffen, aber hier ist einiges drin in diesem Kampf. Man hat es auch gesehen, wenn man so die Tipps gelesen hat, der Boxsport-Experten der hiesigen Zeitung. Da war man sich nicht sicher, wer da gewinnt. Die einen hatten Ruiz vorne, die anderen Holyfield. K.O.-Siege waren dabei von Runde 3 bis 8. Also man sieht, hier ist alles möglich in dem Kampf und das zeigt der Verlauf natürlich auch. Schön mit der linken zum Kopf jetzt von Holyfield. Aber Ruiz, er müsste häufiger seinen Jab einsetzen. Schöne Rechte. Ist wieder durchgekommen. So ein Schlag hat Holyfield gefällt. Ja, Steve Smoker hat mindestens genauso viel zu tun wie die beiden Boxer hier. Jetzt geht es zum Körper. John Ruiz, der erste Latino, der Boxweltmeister im Schwergewicht geworden ist. Seine Eltern stammen aus Puerto Rico. Er selbst ist in Chelsea geboren und aufgewachsen. Ein Vorort von Boston. Dort ist er ein Superstar. Man würde es nicht für möglich halten. Als Jugendlicher hat er auch einige Marathonläufe gewonnen. Auf John Ruiz eingesprochen. Ein Gebler Marker ist ja ein temperamentvoller Mensch. Nochmal eine Zeitlupe. Beide mit guten Aktionen und Gebler Marker hat auf der Pressekonferenz den hundertprozentigen Knockout von Evander Holyfield angekündigt. Warten wir es ab. John Ruiz sieht immer etwas unbeweglich aus, aber ist er eigentlich gar nicht. Er macht das ja recht geschickt. Wie auch teilweise unter den Schlägen von Holyfield wegtaucht. Da ist natürlich auch eine andere Sache, ob man als Herausforderer in einen Kampf geht oder wie jetzt hier als Titelverteidiger. Auch schon einige, die das nicht verkraftet haben. Der Versuch eines Aufwärtshakens von Holyfield. Kampf wird es besser. Gute Aktion von Ruiz. Immer wieder diese Klammereien, die ja so ein bisschen den Fluss aus dem Geschehen nehmen. Aber haben natürlich auch beide riesen Respekt voreinander. Auf der Schlagabtausch hier.
da kommt jeder mal durch. Noch nicht entscheidend. Kampfstile sind natürlich auch ähnlich hier. Deshalb hat auch Don Turner gesagt, da kann eigentlich kein schöner Kampf draus werden. Aber einfach bis 9, das ist der wieder. Und da habe ich schon weitaus schlechtere Schwergewichtskämpfe gesehen. Beide sind hier mit Herz dabei und gut, Evander Holyfield ist sowieso ein Mann, der in den Ring steigt, um zu gewinnen. Alles andere interessiert ihn nicht. Und John Ruiz weiß, wenn er heute hier nochmal gewinnt, dann wartet das ganz große Geld auf ihn und auch der Respekt, den er vermisst bei vielen, die seine Leistung beurteilen. Und wenn man so die drei Kämpfe miteinander vergleicht, dann muss man sagen, der erste gleicht dem zweiten und der dritte jetzt dem zweiten. Also hat sich nichts verändert. Und wenn es so weitergeht, dann gehen sie auch wieder 12 Runden, haben sie 36 Runden gegeneinander gekämpft. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sie einander wirklich nicht mehr sehen können. Ja, er soll sich bewegen. Und er soll seinen Jab einsetzen. Da schöner Aufwärtshaken von Holyfield. Mordsgewürge. Und dann löst er sich gut. Der Ex-Weltmeister. Ja, der Boxer viele Riesenkämpfe beschert hat. Mike Tyson war natürlich der Höhepunkt seiner Karriere. Auch wenn ihm da jetzt ein Stück Ohr fehlt. Legendäre Fights hat er abgeliefert, Evander Holyfield. Natürlich ist er mit 39 Jahren nicht mehr so spritzig, aber nach wie vor bewundernswert, was er hier abliefert. Und wenn der Name Ruiz fällt in Amerika, dann kommt zwar immer häufiger, ach, der Weltmeister, ja, aber viele erinnern sich noch an seinen Kampf gegen Davy Tua, da stand er 19 Sekunden im Ring und dann gingen die Lichter aus für ihn. Die vier Kämpfe hat er verloren, gegen Tua, gegen Kopotsev, gegen Evander Holyfield und Larry Donald. Gegen Donald übrigens hier im Foxwood Casino. Schöne Linke jetzt von Ruiz, aber Holyfield ist der aktivere Mann. Wird wieder eine ganz enge Angelegenheit, wenn das so weitergeht. Steve Smoker, muss man sagen, hat die Sache ja super im Griff bis jetzt. Sind doch immer die richtigen Worte. Geht dazwischen, wenn es sein muss. Und genau das hat man ja Joe Cortes vorgeworfen, dass er es nicht gemacht hat im letzten Kampf. So, aber der Besuch der Rechten jetzt von Ruiz. Aber immer wieder Einzelaktionen, linke in der rechte und dann wie gehabt, wird geklammert. Ja,
Ah, da wird noch ein bisschen in die Kamera gewunken. Es war auch noch ein, zwei Sitzplätze frei, wie man gesehen hat. Tja, es gab auch schon WM-Kämpfe, die fanden vor größerem Publikum statt und in imposanteren Arenen und nicht in einer Bingo-Halle. Haben die Leute bis gestern Abend um 11:30 noch ihre Seniorenmeisterschaften ausgetragen von Mesh & Tackett. Dann wurde hier alles rausgeräumt und ich denke, heute Morgen geht es dann weiter mit der Zwischenrunde. Hier nochmal die schöne Linke zum Kopf von Holyfield, aber da muss natürlich schon ein bisschen mehr dahinter stecken, damit man den Ex-Weltmeister da ins Wanken bringt. Don Turner hat jetzt Holyfield noch mal gesagt, wenn ihr euch mal wieder hier liebevoll umarmt, dann lasst ihn langsam raus und sobald er einen Schritt zurück macht, dann hau bitte schön zu. Jetzt, wo er umklammern soll, dann machen sie es nicht. Oh, tolle Rechte zum Kopf von Ruiz. Aber der nimmt das Ding, als ob es nichts gewesen wäre. Jetzt bin ich gespannt, was Holyfield macht. Routine hat er ja, um zu erkennen, ob der andere da leicht erschüttert ist. Aber er macht erstmal in aller Ruhe weiter. So ein Boxerkopf, der muss doch einiges aushalten, auch wie man auch wieder in diesem Kampf sieht. Und Ruiz hat schon einige hier weggesteckt. Und da kann man sich vorstellen, was das für ein Ding von David Tuhal war, dass ihn da fast einen langen Lahm gelegt hatte. Aber das ist Vergangenheit, da liegen jetzt 6 Jahre dazwischen, seit er keinen Kampf mehr verloren und er will eigentlich auch nicht mehr daran erinnert werden. Oh, wieder. Gute Rechte von Holyfield, nicht ganz getroffen. So, jetzt stehen sie wieder mal auf hier und versuchen ihren Mann anzufeuern. Johnny Ruiz. Aber der hat hier seine Probleme mit dem alten Mann aus Atlanta. Und das Publikum gefällt's. Hören wir mal in die Ecke rein von John Ruiz. So, in der Ecke von John Ruiz erstmal besorgt. Gabe LaMarca hat gesagt, Junge, du musst dich mehr bewegen, du kommst nicht von ihm weg und dann kassierst du hier viel zu viele Treffer.
Ja, das hat man sich ja beim Weltmeister auch ein bisschen anders vorgestellt. Dass es ein harter Kampf werden würde, das wussten sie, aber Evander Holyfield scheint ja noch mal auf die Sekunde topfit zu sein. Viel beweglicher. Ruiz verlässt sich hier in meinen Augen zu sehr darauf, dass er irgendwann mal durchkommt und Holyfield dann von den Beinen holt. Er wirkt dann manchmal so ein bisschen tapsig, John Ruiz. Aber ist ja einer, der lässt sich da nicht so schnell aus der Fassung bringen und er kann ja auch einen Kampf umbiegen, aber da muss er so langsam aber sicher hier, wie sein Trainer schon sagt, sich mehr bewegen und er darf sich nicht den Stil von Evander Holyfield das Auge drücken lassen und das tut er zurzeit. Was er ganz vergessen hat, der gute Ruiz, er wollte ja eigentlich hier Holyfield mit dem linken Jab sich vom Leib halten. Er wollte ihn damit beschäftigen, um dann Angriffsfläche für seine Rechte zu finden. Aber davon ist nun gar nichts mehr zu sehen. Siebte Runde wieder eher etwas ruhiger gestaltet. Das wirkt doch alles jetzt recht bieder, was Ruiz da abliefert. So, das ist die Situation, wo man gern dann auch mal unter den Gürtel schlägt. Jawohl, aber Smoker hat das im Griff. No Punch. Ruiz haut noch mal leicht zu. Und das macht ihn natürlich sauer hier, den Warrior. Mal die Zeitlupe, aber auch zu sehen, dass bei Evander Holyfield nicht alles Gold ist, was glänzt. Schläge gingen vorbei, aber es war eben auch eine Runde, wo nicht allzu viel los war. Aber ich denke, er ist ja auf dem richtigen Weg. So, dann haben sie von allen drei Seiten jetzt auf ihn angequatscht. Und wie ich Evander Holyfield kenne, würde ich denken, ich mache es doch, was ich will. Und John Turner hat aber doch mal gesagt, komm, du machst das alles richtig. Bing, bing, zum Kopf. Die Kombination und der Ruiz, der boxt doch eher wie so ein Greenhorn. Ja, so weit würde ich nicht gehen, dass was er da bringt, als Greenhorn zu bezeichnen, aber Holyfield, er wirkt einfach fitter, er wirkt entschlossener. Und dieser Ruiz, bei ihm ist doch klar zu sehen, wo seine Grenzen liegen. Zweimal linke Jab zum Kopf von Ruiz. Ja,
Kombination zum Kopf. Das war einfach wieder fast schon der alte Holyfield, wie man ihn kennt. Er ist ja nicht der Boxer, der den Gegner jetzt unbedingt mit einem Schlag runterholt, sondern er klopft ihn weich. Und Ruiz, jetzt sieht man, jetzt ist er sauer. Diese Kombination, die hat er gespürt und entsprechend reagiert er, aber da muss er aufpassen. Dann ist man auch ganz schnell mal offen, lässt die Fäuste hängen. Und dann kann es gegen einen routinierten Mann wie Evander Holyfield natürlich mörderisch einschlagen. Ja, und da tapst er wieder nach vorne, stellt fast mit seinen eigenen Füße. John Ruiz, also bis jetzt ist es nicht weltmeisterlich, was er hier gezeigt hat. Und der Kampf wird immer verbissener. Das sind die vielen kleinen, kurzen Jabs von Holyfield, die dann wieder durchkommen, die er spürt und die er einfach nimmt, und das ist gefährlich über 12 Runden. Ja, ich schaue ganz in die Ecke, sehe, wie Gebler Marker da mit sorgenvollem Gesicht zu seinen Schützlingen hochsteigt. Er fordert noch mal bum 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 den Jab. Hier noch mal diese Kombination zum Kopf von Ruiz. Ist er zwei, dreimal durchgekommen. Und er macht natürlich auch den Fehler, dass er hier in den Mann immer wieder reingeht, anstatt um Evander Holyfield herum. Auch das hat Gebler Marker eben moniert. Da, klasse durchgekommen, Evander Holyfield. Runde 9. Smoker hat er mal gesagt, passt auf eure Köpfe auf. Da kommen sich doch immer häufiger gefährlich nahe. Evander Holyfield, der hat ja, was die Köpfe angeht, einen Eisenschädel, das weiß man. Sehr gut, wie immer wieder versucht, die beiden Kampfhähne hier zu beruhigen. Aber das ist einfach bislang zu wenig, was John Ruiz da bringt. Links, rechts, dann geht er über zum Klammern und das war's dann. Muss ich noch was einfallen lassen, mal einen Aufwärtshaken einstreuen. Irgendwie, wenn der Holyfield hier versuchen zu locken, mal einen Konter setzen, einen Cross schlagen. Momentan ist alles ziemlich eindimensional, was Ruiz da abliefert. Aber er kann ja hauen und Holyfield muss immer aufpassen, dass er da nicht in eine Rechte reinmarschiert. Aber wieder klasse Kombination des 39-Jährigen. Ja,
er ist ja schon sowas wie eine boxende Legende. Und die klaren, die härteren Treffer, die kommen von Holyfield. Zurzeit hat Holyfield auch immer die Fäuste da, wo sie hingehören. Bei Ruiz fehlt eindeutig jetzt das Überraschungsmoment. Holyfield lässt nicht locker, geht immer wieder ran an den Mann und bearbeitet Ruiz mit seinen Schlagkombinationen. Schon erstaunlich, was der 39-Jährige auch konditionell noch so alles drauf hat, aber das war immer seine Stärke. Er hat ja eine ganze Mannschaft von Psychotherapeuten und weiß nicht was alles, die ihn betreuen, und hat auch schon eine Balletttänzerin mal engagiert, damit sein Bewegungsablauf besser wird. Er überlässt eben nicht dem Zufall Evander Holyfield. So, nach drei Runden, aber ich denke, John Ruiz hat hier durchaus noch die Chance, das Ding umzubiegen. So, klar liegt Evander Holyfield nun auch wieder nicht in Führung. Und ich denke einfach, wer jetzt die letzten drei Runden für sich entscheidet, der wird auch diesen Kampf gewinnen. Und Ruiz muss sich was einfallen lassen. Holyfield boxt jetzt auch sauber, nichts zu sehen von einem Kopfstoß, auch mit den Ellenbogen, arbeitet er so wie sein muss, setzt sie nicht als Waffe ein, Tiefschlag gab es auch noch nicht, also er hat sich hier gut im Griff, der Ex-Weltmeister. Ja, schwere Schläge jetzt für Ruiz, da klammert er. Belauern sie sich. Der Kampf, der hat an den Kräften gezerrt, das sieht man jetzt. Jetzt ist schon seit gut 30, 40, 50 Sekunden hier kein Schlag gefallen, sondern die prallen wie Sumo-Kämpfer mit ihren Körpern aneinander. Tja, immer wieder Ruiz für den Versuch, hier mit einem Einzelschlag alles klar zu machen. Aber mal schön aufwärtshaken des Weltmeisters. Jawohl, sofort. Setzt ja nach hier. Und Holyfield wehrt sich. Links-Rechts-Kombination zum Kopf von Holyfield. Und sofort steht die Halle ihr Kopf. Ja, John Ruiz. Das wollen die Fans von ihm sehen. Und jetzt kommt der Gong. Ja, eine gute Runde.
wieder mal die letzten 15 Sekunden, wo er hier gezeigt hat, dass noch mehr in ihm steckt, als er hier über weite Phasen gezeigt hat. Und er hat sich überraschen lassen, Evander Holyfield. Tja, das waren nicht gerade liebevolle Worte, die er ihm da in den Kopf geschleudert hat. Er hat gesagt, zwei Runden hast du noch. Hier nochmal die Zeitlupe. Und Gibler Marca hat gesagt, so, Freundchen, diese beiden Runden, die musst du jetzt noch gewinnen. Dann hast du den Kampf gewonnen, aber auch nur dann. Und ich denke, jetzt ist ja noch mal richtig Feuer unterm Dach. Das haben die letzten Sekunden in der 10. Runde gezeigt. Und erstmal ist jetzt hier Evander Holyfield aufgewacht. Haut Ruiz eine linke um die Ohren. Sicherlich schon spektakuläre Weltmeisterschaftskämpfe, auch im Schwergewicht, aber da ist schon Zunder drin. Ja. Verbissen gehen die beiden da zu Werke. Ich bin mal gespannt, ob John Ruiz hier wieder seine Taktik versucht durchzusetzen, indem er jetzt hier alles rückangehen lässt und dann wieder die letzten 20 Sekunden aufdreht. Eine Minute ja in dieser vorletzten Runde. Jetzt ist die ziemlich ausgeglichen. Ja, und auch Holyfield wartet jetzt hier, vergeudet seine Kräfte nicht mehr. Er überlegt sich ganz genau, wann er zuschlägt. Holyfield sollte jetzt nicht den Fehler machen und mit seiner Passivität John Ruiz wieder stark machen. So, da kam das Zeichen in den letzten 10 Sekunden und sofort ist da wieder Action, aber diesmal war es nicht so eindrucksvoll von John Ruiz, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Die letzte Runde. Man sieht auch Evander Holyfield an, also er ist froh, wenn diese letzte Runde vorbei ist. Und er soll Ruiz nicht mehr an sich ranlassen. Dann hast du gewonnen, das ist zumindest die Meinung hier in der Ecke von Evander Holyfield. Und Ruiz wird jetzt nochmal alles geben.
Standing Ovations, aber ich denke für beide Boxer, die ja wirklich alles gegeben haben, was sie können. Holyfield konnte sicherlich früher mehr, aber nach wie vor ist es erstaunlich, wie er hier so einen Kampf durchsteht. Wie er einen Weltmeister in Bedrängnis bringen kann und wie er auch einen Kampf fixieren kann, wie er das gemacht hat über weite Strecken. Oh, da kommt er durch, schön, da Ruiz mit der Linken. Mehr Zunder habe ich ja schon erwartet eigentlich jetzt hier in den letzten drei Minuten, aber sie lassen es beide recht gemütlich angehen. Aber vielleicht sind sie auch beide überzeugt, dass sie so weit vorne liegen, dass sie ja nicht mehr viel machen müssen. Aber ich denke, gerade Ruiz müsste hier doch noch ein bisschen was zeigen. Denn das war alles in allem nicht überzeugend, was er hier geboten hat. Gerade als Weltmeister, als einer, der noch höher hinaus will. Also eher nochmal jetzt Holyfield, der hier die Akzente setzt in diesen letzten 70 Sekunden. Geht er runter, fällt nach vorne weg, aber da war natürlich kein Schlag dabei. Wenn das gehochen hätte, eventuell Holyfield, hätte er natürlich nochmal einen Aufwärtshaken gesetzt. Aber irgendwie kann er nicht mehr. John Ruiz wirkt jetzt hier irgendwie saft- und kraftlos. Holt nochmal alles aus sich raus. Ganz blutet stark aus der Nase, der Weltmeister. Macht irgendwie ganz eigenartige Bewegungen. Evander Holyfield, der hat hier nochmal Morgenluft gewittert und versucht jetzt natürlich noch hier endgültig alles klar zu machen. Oh, Joe Ruiz, der sieht hier alles andere als frisch aus. Die letzten Sekunden hier in diesem Kampf. Und da klammert er sich über die Zeit, John Ruiz, und der Kampf ist aus. Und ich denke, Evander Holyfield müsste hier zum fünften Mal Weltmeister geworden sein. Er hat alles in allem hier doch die bessere Leistung gezeigt, Akzente gesetzt, den Kampf bestimmt. Ruiz hat sich einfach zu sehr auf seine Schlagkraft verlassen. Er ist halt auch im Ring nicht der große Mann, der explodiert, sondern er hat eine Sternstunde. Die hat er auch genutzt im letzten Kampf und heute sah es schon wieder etwas anders aus. Es ist eine knappe Sache, da bin ich überzeugt. Und Don O'Neill, Julie Leatherman und Tom Kaczmarek.